So, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 16. März. Und wir möchten zum Wochenstart, wie wir hier in der heutigen Beschau der Heatmap sehen, hier die Top 15 FX-Pairs, die ja meinerseits stets im Fokus stehen, primär im Fokus nehmen rund circa weiteren 10 bis 15 Paaren, die dann aber eher so exotischer Natur daherkommen. Hier im JFD-Devisenradar wollen wir uns aber hier eben den liquidesten und am meisten beachtesten Paaren zuwenden. Hin und wieder mal ein Exotik, aber heute hier eben speziell eins der ja weniger beachteten Paare, sage ich mal, unter den Major Pairs, Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, hier auch Kiwi genannt, ist ja dann doch das Währungspaar, welches ja neben dem Austral-Dollar-Yen oder Schweizer Franken-Yen hier dann eher ein Schattendasein gegenüber Euro-US-Dollar, britisch Pfund US-Dollar, US-Dollar-Yen und dergleichen führt. Nichtsdestotrotz aber auch hier eben eine Währung, wo man durchaus drauf achten sollte. Nicht nur, dass ja Neuseeland so hier 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit losgeht mit dem FX-Markt, also hier die ersten Preise der neuen Handelswoche sozusagen gestellt werden. Doch was macht der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar? Wir schauen uns das mal hier im großen Chart an. Und da wird unschwer klar, und das hatten wir ja auch hin und wieder schon immer wieder besprochen bei dem Paar, dass wir hier unlängst an einem Höchststand gescheitert sind. Im letzten Jahr, im Sommer, knapp vor dem neuen Rekordhoch, ging es hier steil gen Süden. Ich kann mich gut daran erinnern, damals noch eine kleine Long-Position im Sinne des Ausbruchs eröffnet. Eben hier im Sinne dessen, dass wir hier nach oben rausbrechen können. Dann kam es eher eben ganz anders. Wir hatten unlängst den US-Dollar-Index ja auch schon in der Beschau, der hier seit Mitte 2014 mit enormer Stärke glänzt. Und es scheint so, als würde dies hier mittelfristig definitiv seine Fortsetzung finden. Wir haben seither eine starke Abwertung erlebt. Diverse Unterstützungen sind durchbrochen worden. Beispielsweise hier 081-077-15. Wandeln wir direkt mal um. Und jetzt zuletzt fiel hier leider Gottes für alle Bullen auch noch diese Unterstützungszone der Vorjahre. Sehr schön zu sehen hier, wenn wir bis ins Jahr 2010 zurückgehen und die nachfolgenden Bewegungsimpulse mal ein Stück weit versuchen einzufangen, dann haben wir hier tatsächlich um 074,50 roundabout eine Supportzone, die wir eben aufgegeben haben. Jetzt aber interessant, wir sahen in der vergangenen Woche eine Erholung und haben heute auch hier positiv eröffnet. Das sieht singulär betrachtet erstmal gar nicht so schlecht aus. Auch gerade, wenn wir jetzt hier mal auf Wochenbasis den Oszillator RSI hinzufügen, wird deutlich, dass wir hier nach dem Tief vom Anfang Februar und dem Tief eben aus der letzten Woche hier eine positive Divergenz sehen. Eine positive Divergenz deutet darauf hin, dass es hier unter Umständen ja eine Erholungsbewegung geben könnte. Ja, also wir sehen hier klar diese positive Divergenz, die sich hier ableitet vom RSI-Oszillator und hier eben diese Möglichkeit, dass wir hier so einen kleinen Doppelboden ausgebildet haben. Doch ich möchte die Bullen hier eigentlich gleich bremsen, ausbremsen, denn faktisch ist es so, dass wir hier unterhalb des Höchststandes hier von Mitte Februar, das war hier Niveau 076,13, nicht sehr viel erwarten dürfen. Wir haben hier auf Wochenbasis auch kurzfristig gesehen einen kleinen Widerstandsbereich aufgebaut, der hier ja um 076 exakt zu definieren ist. Hoppala. Und genau dieser Bereich dürfte schwerlich zu überwinden sein. Über 076,13 auf Wochenbasis könnte man dann mutmaßen, dass es wirklich eine stärkere Erholung werden könnte, aber ob es bis dahin reicht, wird hier bereits im Bereich 074,50 etwa fraglich werden, denn die übergeordnete Schwäche ist allgegenwärtig. Man kann hier nur darauf hoffen, dass der US-Dollar mal eine Pause einlegt. Das wäre dann hier so ein Beispiel, um zu sagen, der Neuseeland-Dollar hätte hier eine gute Comeback-Chance im Sinne einer temporären korrektiven Erholung, aber mehr dürfte dies dann auch nicht werden. Also hier oben die Barrieren einfach zu massiv. Weiter auf den Wochenchart geschaut, haben wir hier, wenn wir jetzt eben signifikant uns nicht über 076 rausarbeiten können, wir haben hier eben nach oben noch 077,15, die Abwärtstrendlinie, die ich gerade eingezeichnet habe. Also hier sind viele Widerstände auf der Nordseite und man sollte sich eher damit anfreunden, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier mittelfristig bzw. wahrscheinlich auch durchaus kurzfristig schon bis zu diesem Niveau abfällt. Das ist hier das nächste Unterstützungslevel, was ich jetzt hier aktuell in den Chart mal für Sie frisch reinzeichne. Und das ist knapp der Bereich hier um 0,65, 60, 65, 70.
75 leitet sich hier aus den Tiefpunkten 2010/ aus dem Hochpunkt hier 2009 ab. Das ist eine Zone, die man hier durchaus mittelfristig auf der Agenda haben sollte, da der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar eben hier sichtliche Schieflage hat, wie der Euro, wie das britische Pfund und alle anderen Paare, die in US-Dollar gehandelt werden. Wir haben hier eine massive Verschiebung der Rahmengegebenheiten sozusagen vor uns. Was haben wir jetzt hier auf dem Tagesschart zu sehen? Wir sehen hier diese Erholung aus der vergangenen Woche mit diesem möglichen Doppelboden. Sehr, sehr schön. Das kann, wie gesagt, dazu führen, dass wir hier temporär jetzt eine Erholungsbewegung einleiten. Aber wir haben hier eben direkt, und das haben wir gerade im Wochenchart schon gesehen, direkt die nächste Widerstandszone. Erholung, ja, möglich, bis in den Bereich um knapp 0,76, entspricht der ja gute 240 Pips vom aktuellen Level aus. Das ist durchaus machbar, dass die Erholungsbewegung bis dorthin reicht. Faktisch aber, man sollte sich hier durchaus auf weitere Tiefstände einstellen, gerade wenn hier das letzte Zwischentief aus der letzten Woche hier bei 0,7188 unterschritten würde, dann wäre auch hier diese Erholung natürlich passé, wenn der Markt vorher nach unten wegbricht oder eben aber dann hier weiter nach unten geht. Der Punkt ist einfach, der Markt ist hier zu sehr dollarlastig, zu sehr angeschlagen und es ist definitiv davon auszugehen, dass es hier erstmal keine Besserung geben wird. Kurzfristig wäre die Besserung gegeben, wenn wir hier zunächst diesen kurzfristigen Abwärtstrend überschreiten und dann hier eben auch diesen Widerstand um 0,76. Das ist das ganz, ganz Signifikante. Da muss er rübergehen. Erst dann wäre der Markt hier wirklich in der Lage, einen schönen weiteren Aufwärtsimpuls hier bis zu den nächsten Widerstandszonen zu erarbeiten. Für heute gilt Montag, schwieriges Fahrwasser. Sie wissen, Montag habe ich meine Trading-Frequenz generell nahe Null. Also häufig mache ich hier kaum was am FX-Markt und heute sehen wir hier bislang marginale Bewegung. Marginal insofern, dass hier durchaus die Daily Ranges noch nicht ganz ausgeschöpft sind. Aber gerade beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar sind wir bereits 62 Pips gelaufen. Der Schnitt bewegt sich im Bereich um 75 Pips. Das heißt, was kann hier noch kommen? Ja, knappe 10 Pips im Schnitt ungefähr gesehen. Das heißt also für heute eher unattraktiv. Euro-US-Dollar, ja, leichten Gewinn heute, aber auch schon 73 Pips gelaufen. Da könnten noch 30 Pips nach oben gehen im Schnitt. Aber im Grunde genommen hier alles nicht so spannend. Dennoch den Stundenchart mal kurz hier auseinandergenommen. Wir haben hier den leichten Support aus dem Freitag, aus der Freitagssession. Und hier nach oben hin diesen kleinen Widerstand. Das wären jetzt mal hier die Marken, die man trotz der jüngsten Brüche sozusagen als Stauzonen, als Entscheidungszonen sozusagen definieren kann. Und innerhalb dieses Range-Bereiches, und wir sehen gerade, dass wir uns von den Tageshoch wieder ein Stück weit verabschieden, also ist es hier sehr gut möglich, dass der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar hier so mehr oder weniger seitwärts oszilliert, ohne hier signifikante, ja, Impulse zu starten. Ausbruch über 0. Also besser gesagt, ein Ausbruch über das heutige Tageshoch 0,7361 könnte hier dann Impulse in Richtung 0,74 entfesseln. Das wäre dann allerdings schon Overrange, ganz klar. Andererseits, wenn wir hier natürlich unter 0,7315 abtauchen, dann hätten wir durchaus wieder mehr Schlagseite gen Süden. Also das mal zur Beschau, eher so auf die große Sicht zum Neuseeländer gegenüber dem US-Dollar. Intraday heute hier nicht wirklich das Spannendste, aber warten wir mal ab, was der morgige Tag noch bringt. Da dürfte sicherlich wieder wesentlich mehr passieren. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Gleich dann noch JFD Live Trading TV mit und rund um den DAX. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal beste Grüße und bis später, Ihr Christian Kämmerer.